Wenn du das 48. Lebensjahr überschritten hast und du bist selbstständig oder Unternehmer, dann wird es höchste Zeit für dich, Ausschau zu halten, an wen du deine Firma verkaufen kannst, wenn du in Rente gehen willst. Und wenn du Gründer willst, dann macht es vielleicht für dich auch Sinn, nicht nur eine Neugründung zu prüfen, sondern auch eine Betriebsübernahme, ein Kauf eines zur Verfügung stehenden Unternehmens. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge. Und wir begleiten nicht nur Gründung und Wachstumsvorhaben, sondern vor allen Dingen auch Unternehmer dabei, entweder ihre Firma zu verkaufen oder neue Gründer dabei, ein Unternehmen zu kaufen. Im Unternehmensberater-Jargon heißt dieser Themenbereich die Nachfolgeregelung, also die Unternehmensnachfolge sicherzustellen. Und da gibt es ganz verschiedene Arten, die werde ich dir heute zeigen. Die erste Form und vielleicht auch die schönste auf der anderen Seite, aber auch die komplizierteste, ist die familieninterne Nachfolge. Nun, warum ist sie die komplizierteste? Weil drei Systeme hier zusammenspielen. Nicht nur die Firma wird hier übergeben, sondern es geht meistens auch noch über Vermögenswerte und das System der Familie, also Vater-Sohn oder Vater-Tochter oder Eltern-Tochter-Beziehung, spielen auch meistens mit rein und können die ganze Geschichte kompliziert machen. Doch so sehr sich auch viele Eltern wünschen, dass die eigenen Kinder die Nachfolge antreten, verschwinden viele Kinder in ganz anderen Branchen und Unternehmen, weil einfach die Chemie nicht stimmt oder der Respekt letztendlich fehlt. Deshalb kann es sinnvoll sein, in der zweiten Variante, dass aus dem Unternehmen, also angestellte Führungskräfte, vielleicht sogar das gesamte Management in Form von Management Buy-in, das Unternehmen übernehmen. Der Vorteil ist, wenn die zur Bank gehen, dann haben die natürlich das gesamte betriebsinterne Wissen, das Branchenwissen und die Kontakte, die wissen, wie der Hase läuft und die Finanzierung kann schneller auf die Beine gestellt werden. Die dritte Möglichkeit kann so aussehen, dass wenn die Kinder und auch das interne Management die Firma nicht übernehmen wollen, dass es ein externes Management macht, dass vielleicht eine andere Firma, wo angestellte Führungskräfte vorhanden sind, sich in das Unternehmen einkaufen. Dann kündigen dort und übernehmen dort die Firma und leiten die und kaufen die dann dir als Unternehmer, als Inhaber ab. In der vierten Möglichkeit geht es darum, dass ein Neugründer, der eigentlich ein Wettbewerbsunternehmen zu deinem gründen wollte, deine Firma einkauft. Vielleicht zuerst einsteigt und dann komplett übernimmt. Dieser Unternehmer ist ein klassischer Neugründer, aber er gründet nicht mit seinem Unternehmen, sondern kauft dein Unternehmen. Die fünfte Käuferzielgruppe sind die Wettbewerber, die sich vielleicht erweitern wollen, deinen Standort hinzukaufen wollen, weil sie dort noch keine Niederlassung haben, deine Mitarbeiter und deine Kunden übernehmen wollen, um einfach ihren Umsatz zu vergrößern, gerade dann, wenn häufig der Markt schon aufgeteilt ist. Und die sechste Käufergruppe können deine Lieferanten sein. Die kennen dein Unternehmen, die kennen die Zahlen, die wissen, welche Margen möglich sind und haben Interesse, dein Unternehmen zu übernehmen, weil es dir vielleicht sehr gut geht und sie einfach genügend Liquidität haben, um sich auch sinnvoll zu erweitern. Bei der siebten großen Gruppe geht es um die Investoren. Da unterscheiden wir zwischen den finanziellen und den strategischen Investoren. Die strategischen Investoren haben vielleicht schon Zugang zu deiner Zielgruppe und sehen nur neue Absatzmöglichkeiten mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung und wollen sich dort strategisch erweitern. Oder du bietest den Zugang zu einer Zielgruppe, wo die wiederum Produkte und Dienstleistungen haben und so entstehen sinnvolle Investitionen und Erweiterungen. Die finanziellen Investoren haben natürlich ganz klares Rentabilitätsinteresse. Sie wollen regelmäßige Erträge, Ausschüttungen haben, wie auch bei Aktionären die Dividenden. Und auf der anderen Seite hoffen sie natürlich, dass dein Unternehmen noch mehr wert wird und sie später mit Erfolg, mit Gewinnen weiterverkaufen können. Es gibt natürlich noch mehr Käufergruppen, es gibt wesentlich mehr Portale und Zielgruppen und Kanäle und Nischen und Netzwerke, worüber du potenzielle Kunden finden kannst. Entscheidend ist aber, dass in diesem Prozess, wenn du das nicht selbst machen willst, dass das Ganze natürlich anonym bleibt und du Unterstützung brauchst, vielleicht von einer Beratungsagentur, so wie der X-Group. Deshalb bieten wir dir auch ein kostenfreies Erstgespräch an, wie wir dich dabei nicht nur unterstützen, die richtigen Käufergruppen zu finden, sondern vor allen Dingen auch systematisch anzusprechen und gleichzeitig Spreu vom Weizen zu trennen und sicherstellen, dass der gesamte Verkaufsprozess anonym bleibt. Deshalb lade ich dich ein, nicht nur Daumen hoch zu machen, wenn dir das Video gefallen hat, sondern auch den Kanal zu abonnieren. Dann erfährst du mit als Erster, wenn neue solcher Videos veröffentlicht werden. Und mach jetzt auch Gebrauch gerne vom kostenfreien Erstgespräch, denn wir haben eine ganze Reihe von Menschen schon helfen können, ein Unternehmen zu kaufen oder ihr Unternehmen zu verkaufen.